Hallo, hier ist der Tom Freudenthal und heute habe ich dir zwei Tipps mitgebracht, wie du dein Gedächtnis verbessern kannst, wenn du Informationen aus Büchern oder zum Beispiel aus Studienheften oder aus anderen Texten dir merken möchtest. Der erste Trick ist, dich zu konzentrieren. Ich sage dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen, der stellt sich vor im Gespräch, du stellst dich vor und dann geht das Gespräch sofort weiter und nach 3 Minuten merkst du, oh Gott, wie hieß der noch? Habe ich mir nicht merken können. Warum nicht? Weil du dir in dem Moment, in dem der seinen Namen gesagt hat, nicht wirklich vorgenommen hast, da konzentriere ich mich drauf, das ist super wichtig und den Namen will ich mir jetzt merken. Es ist wirklich der entscheidende und ganz einfache Trick. In dem Moment, wo du einer Information ausgesetzt bist, mach dir eine klare Absicht. Nimm dir vor, ich will mir das jetzt merken. Das ist jetzt wirklich wichtig. Da hängt vielleicht nicht das Leben von ab, aber es ist wirklich wichtig. Dieses Signal braucht dein Gehirn, um das entsprechend zu verarbeiten. Weil wenn das nur so nebenbei passiert, dann hat dein Gehirn das Gefühl, naja, dann war das wohl nicht wichtig, dann muss ich es mir auch nicht merken. Das ist ein ganz einfacher Trick. In dem Moment, wo du das erste Mal einer Information ausgesetzt bist, musst du dich darauf konzentrieren und innerlich so darauf vorbereiten, dass du sagst, das ist jetzt wichtig. Das Signal geht dann ans Gehirn und dann merkt sich das deutlich besser. Der zweite Trick ist, wenn du was liest, dir parallel zum Lesen sofort zu versuchen, Bilder zu machen. Wie sieht das aus, was da beschrieben wird? Wie könnte ich mir das vorstellen? Wer wäre daran beteiligt? Was würden die Akteure dann tun? Oder was wäre, wie würde das aussehen, wenn es um irgendwelche technischen Dinge geht? Wie sieht das aus? In dem Moment, wo du dein visuelles Zentrum mit aktivierst beim Lesen, passiert was ganz Magisches, nämlich du hast plötzlich die maximal mögliche Anzahl an Gehirnzellenverbänden aktiviert und an der Verarbeitung deiner Informationen beteiligt. Von allen Sinneszentren ist das Visuelle das größte, ne? Viel größer als das Olfaktorische oder das Kinästhetische. Und wenn du deine visuellen Zellen, sag ich mal, aktivierst beim Lesen, dann führt das sofort dazu, dass du dir die Dinge besser merkst. Also zwei Tricks. Einmal, wenn du die Information das erste Mal siehst, sofort klar haben, das ist wichtig. Dein Gehirn braucht das Signal. Und sofort dir ein Bild machen, wie es denn aussehen könnte. Mit den beiden Tricks beim Lesen kommst du sofort Riesenschritte voran. Garantiere ich dir, weil das... Probier es einfach aus. In dem Moment, wo du das machst, wirst du feststellen, du kannst dir die Dinge besser merken. Erzähl uns doch mal deine Erfahrung zu dem Thema, wenn du das mal ausprobiert hast, ob das nützt. Und schreib mal rein, was du erlebt hast. Okay? Da unten ist so eine Box. Einfach deinen Kommentar reinschreiben. Oder wenn du noch eine Frage hast, daraus machen wir dann vielleicht neue Videos. Schreib die auch da rein. Alles klar, bis zum nächsten Mal, dein Tom.